Dankeschön. Herzlich willkommen alle beim Joomla Day. Ich werde euch heute meine perfekte Entwicklungsumgebung vorstellen. Eine perfekte Entwicklungsumgebung ist natürlich sehr individuell und relativ. Da hat jeder wahrscheinlich seine eigenen Vorstellungen. Aber bei mir hat sich das über die Jahre so entwickelt. Vielleicht noch zwei, drei Worte zu mir. Ich bin Informatiker seit, was weiß ich, habe an der ETH mal studiert, Informatik. Habe ab 2004, glaube ich, die ersten Webseiten mit Joomla gemacht. Mache aber auch noch andere Sachen wie Programmierung von Applikationen auf Windows und Hosting, PC-Support mache ich auch ein bisschen. Also relativ vielfältig. Aber Joomla liegt mir sehr am Herzen. Darum habe ich eigentlich immer ein bisschen mit Joomla programmiert und jetzt in den letzten zwei, drei Jahren intensiver, wo ich gesehen habe, dass es wieder einen Schub gibt für Joomla und das habe ich mit Joomla 4, finde ich eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, die da passiert ist. Muss ich da drücken? Ich werde einerseits mal euch zeigen, wie man es installiert. Das wird ein sehr schneller Durchgang, also sehr schnell. Ich habe Videos gemacht, die man dann auch anschauen langsamer kann, weil jetzt haben wir zu wenig Zeit, das Ganze durchzugehen. Und dann mache ich eine Demonstration mit PHP Storm, wie man entwickelt mit Joomla und PHP. Die Videos werde ich nur anspielen und viele Sachen da überspringen. Die Videos könnt ihr aber dann auf YouTube anschauen und auch langsamer abspielen und stoppen und so weiter, wie man das kennt. Meine Umgebung, Desktop, ist Windows. Ich habe auch schon mit Mac gearbeitet und auch Linux liegt mir sehr am Herzen. Für mich gilt, whatever works. Also was man sich gewöhnt ist, das soll man beibehalten. Die meisten Tools, die ich einsetze, die sind sowohl für Mac wie auch Windows und Linux verfügbar. Gesundheit. Servermäßig setze ich Ubuntu als virtuelle Maschine ein. Das werden wir dann sehen. Wie gesagt, Desktop ist Windows 10 noch zurzeit. Ich habe mich noch nicht getraut, abzudaten. Wird aber irgendwann passieren. Dann VMware kenne ich auch schon seit Jahrzehnten eigentlich für virtuelle Maschinen. Dann das Herzstück ist eigentlich PHP Storm, die IDE für die PHP-Entwicklung. Was ich auch noch brauche, ist ein SSH-Client für den Serverzugang. Und das Port Forwarding, da setze ich den Bitwise Client ein. Wie gesagt, Server, Linux Ubuntu, Apache Web Server, MariaDB als Datenbank, PHP Versionen 7.4 bis 8.1, das kann man dann für die Webseiten individuell einstellen, auch zu Testzwecken. Dann den ISP-Config als Administrationspanel, damit man nicht alles manuell konfigurieren muss. Freigabe der Webseiten mache ich mit Samba, weil ich will mit einem Laufwerknamen von Windows darauf zugreifen. Was ich nicht installiere auf dem Server, ist ein Mail-Server. Weil diese Konfiguration habe ich auch produktiv im Internet im Einsatz, auf einem Root-Server, den ich bei Linode habe. So, das sind die Videos, die ich anspiele. Die kann man dann auch separat sich anschauen, wenn alles hochgeladen ist. Wir werden eine virtuelle Maschine einrichten, den Bitwise SSH-Terminal einrichten, dann den Server perfektionieren mit den Apache, MariaDB und so weiter. Und das ISP-Config. Dann machen wir für den Web-User ein Login und eine Dateifreigabe. Dann wird Joomla installiert. Dann machen wir PHP Storm als neues Joomla-Projekt.
Den X-Debug werde ich noch einrichten. Und Punkt 9 weiß ich nicht, ob wir da dazukommen. Mehrere PHP-Installationen, aber das Video ist verfügbar. Okay, habe ich schon angesprochen. Download Server, das gibt eine ISO-Datei, die werde ich reinspielen. In VMware mit dem Easy Install, es gibt so einen Easy Install, da kann man sehr schnell einen Server aufgrund von einem ISO-File hochfahren. Ich werde zwei Netzwerkkarten konfigurieren. Eigentlich das Bridge-Netzwerk für den Internetzugang ist nicht unbedingt notwendig, aber für Updates zu laden, hat die virtuelle Maschine dann auch einen Internetzugang. Ich werde noch Public Keys installieren da drin, damit ich von GitHub her automatisch meine Public Keys installiert habe. Dann macht es mir einfacher einzuloggen. So, das ist einmal der Anfang des Videos, das könnt ihr dann anschauen. Da ist eigentlich jeder Schritt drin, den es braucht. Ich lege den User an und so weiter. Den User anlegen, das muss ich machen, aber der ist nachher noch nicht im Linux drin, komischerweise. Wieso? Habe ich über die Jahre nie herausgefunden. Das ist jetzt eine 20 Giga Festplatte, die da simuliert wird. Zwei Netzwerkkarten und so weiter. Und da startet jetzt eigentlich schon die Installation. Okay. Da habe ich noch die Sprache gewählt und so weiter. Ich werde das nicht durchlaufen lassen, weil das dauert vielleicht 10 Minuten oder so. Ich werde noch schnell den Boot-Vorgang zeigen. Jetzt bin ich hier zurückgerutscht. Ich glaube, der Player würde ausreichen. Solange man eine virtuelle Maschine anlegen kann, also ich kann hier irgendwie nicht vorspulen. Ich glaube, das ist okay. Ich habe zeitweise auch nur mit dem Player gearbeitet. Irgendwie gelingt es mir nicht vorzuspulen. Ich muss es vielleicht hier machen. Ah ja, ich glaube hier. So. Hier ist der Aufstartvorgang. Und jetzt habe ich eigentlich schon den virtuellen Server aufgesetzt mit Passwort. Das erste, was ich immer mache, ist einen Root-User anlegen. Auf der lokalen Maschine kann man das machen. Im Internet sollte man das nicht machen. Aber es ist einfacher nachher im Zugang. Da muss man nicht immer sudo eingeben. Und der Midnight Commander, das ist auch so ein Favorite von mir. Das ist auch historisch gewachsen, da kennt man Dateizugang einfach. Und das ist auch, da werde ich als erstes noch für den SSH-Daemon den Root-Login zulassen. Sollte man auf dem produktiven Server nicht machen. Okay. Dann werden wir uns mal einloggen in die virtuelle Maschine auf den Server und werden dann noch die statische Serveradresse, die habe ich vorher im Server gesetzt, trage ich das ins Hosts ein, dann kann ich via DNS auf den Server zugreifen. Das ist jetzt der Bitwise Client. Lege da einen neuen an, neues Profil an. Gebe die Adresse ein, da die Adresse ist jetzt da 64 im internen Netz. Also ich bin jetzt hier überhaupt nicht im Internet, ich gehe total lokal auf den Server.
Das ist das Port Forwarding. Weil es eigentlich eine separate Maschine ist, werde ich MySQL Ports forwarden auf den lokalen Port 64306. Dann kann ich von der Windows-Maschine auf, also von der Hostmaschine, mit diesem Port auf den MySQL-Server zugreifen. Dasselbe mache ich für den Port 9003, das ist der X-Debug-Port. Sehr wichtig zum Breakpoint setzen im PHP-Ablauf. Jetzt habe ich Ja, sehr gut, danke. Also der Server ist ein bisschen laut jetzt gerade. Okay. Der Server ist jetzt ja nur mit der minimalen Konfiguration aufgesetzt, also hat noch keinen Webserver drauf. Nur gerade der SSH-Server ist aufgestellt, ist installiert. Für diesen Setup vom Server habe ich ein Tutorial von How to Forge. Und folge dem eigentlich Punkt für Punkt. Das ist keine Hexerei, wenn man das selber macht. Wie gesagt, ohne Mail-Server, nur die Punkte 1.5, MariaDB und PureFTP werde ich darauf installieren. Das ist eigentlich dieselbe Konfiguration, wie ich auch für einen produktiven Server einsetze. Da sieht man jetzt die ganzen Schritte mit dem Tutorial von How to Forge. Also man geht auf How to Forge, lädt sich das runter oder schaut sich das an und geht die Punkte einer nach dem anderen durch. Die ganzen Videos noch zum Hinterherschicken. Das Ganze dauert circa eine Stunde. Also wenn man das ganze Entwicklungssystem installiert, Schritt für Schritt, dauert das in Realtime eine Stunde. Da hat er jetzt die Datenbank angelegt. Da lege ich das Passwort für den PHP MyAdmin fest. Das sind noch zusätzliche Konfigurationen. Ich werde jetzt hier wieder ein bisschen überspringen. Hier hat er, ist er am Installieren von PureFTP. PHP hat er schon installiert. Hier setze ich noch ein Zertifikat, das ist nicht unbedingt nötig. Fail to ban wird installiert. Das ist im Tutorial von How to Forge ist das sehr gut beschrieben.
Am Schluss wird hier noch ISP-Config installiert. Wichtig ist zu wissen, dass das ISP-Config, das ist ein Admin-Panel, das werden wir gleich sehen, das läuft zurzeit nur mit 7.4 von PHP. Aber die Arbeit ist im vollen Gange, weil das ja ausläuft. Okay, den ISP-Config haben wir jetzt installiert. Der Zugang läuft über den Port 8080. Da werden wir dann den Kunden aufsetzen, die Webseite mit PHP und die Datenbank für Joomla einrichten. Das ist jetzt der ISP-Config-Panel. Da loggt man sich ein. Passwort haben wir bei der Installation gesetzt. Und da kann ich eigentlich sehr schnell Webseiten anlegen. Ich muss zuerst einen Kunden anlegen, weil das war ursprünglich auch, also der ISP-Config-Incentive ist, dass man Kunden auch verwalten kann. Man kann viele Kunden anlegen und zugehörige Webseiten. Es hat sogar eine kleine Fakturierung auch drin, habe ich aber nie verwendet. Das war der Kunde. Jetzt lege ich die Webseite an. Das ist also über das GUI sehr einfach gehandhabt. Das ist meine Adresse, meine Domainadresse hat man kurz gesehen. Mit FastCGI enabled. Jetzt lege ich den Datenbank-User an zuerst. Mit dem Passwort, das brauche ich dann in der Joomla-Installation. So, jetzt ist eigentlich die Webseite angelegt mit Datenbank und allem. Wenn ich jetzt auf meine URL gehe, habe ich hier schon die erste Webseite, ist einfach nur das Index.html. Was ich jetzt noch mache, ist, er hat jetzt einen User für das Web 1 angelegt, das war ja Client 1, Web 1. Ich modifiziere noch das EDC-Passwort, damit ich mich direkt auch mit Web 1 einloggen kann. Dann wird der Samba-Server konfiguriert für diesen Webspace, den ich eben angelegt habe. Und ich mappe das Laufwerk. So. Das sind Linux-spezifische Sachen. Also ich lege das Home-Directory neu an. Ich werde das jetzt aber soweit wieder überspringen. Hier hat er das Home Directory installiert, jetzt wird noch Samba installiert. Das ist auch der Befehl zum Beispiel, um seine GitHub Keys, seine Public Keys installieren. Für diesen bestimmten User, das mache ich jetzt auch für den Web 1 User. Das ist so ein Trick, weil man dann sich überall mit den Public Keys einloggen kann. Jetzt habe ich hier im Profil noch diesen Web 1 User angelegt, damit ich mich auch terminalmäßig einloggen kann. Und hier installiert er das Samba. Das Samba für die Dateifreigabe, damit ich auf die Dateien zugreifen kann in Windows. Hier setze ich das Passwort. Ich habe hier überall dasselbe Passwort gesetzt. Hier lege ich die Dateifreigabe an. Hoffentlich. Ja. Das ist dann die Freigabe, die nennt sich Spider64 in diesem Pfad. Da drin ist eigentlich dann die Webseite unter Web angelegt. Wird der Samba-Server neu gestartet und jetzt kann ich im Windows bereits auf das Laufwerk zugreifen. Ich mappe das mit diesem netuse-Befehl. Ich gehe hier lieber mit dem netuse rein als mit dem Explorer, funktioniert eigentlich besser.
So, das ist jetzt hier das Standard, der Standard Webspace, was wir vorhin gesehen haben. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich mehrere Webspaces anlege auf dem Server mit mehreren Usern, dann kann ich unter Windows die nicht normalerweise mounten, weil er sagt dann immer, dass der User schon in Benutzung ist. Es gibt einen einfachen Trick, man macht im Hosts für jeden Server, also für den Server, für jeden User einzelne Einträge. Und das Windows meint dann, das sei ein anderer Server. Also das, der DNS ist dann für den Web-User 1, Speicher 64-1, für den User 2 allenfalls wäre es -2. Und dann kann ich eigentlich, das wäre das Passwort, kann ich für mehrere User Laufwerke mappen auf dem gleichen Server. Das ist ganz praktisch. So, dann werden wir mal das Joomla installieren. Ich habe die aktuelle Version wieder heruntergeladen, auf dem Terminal entpackt und die Installation starten. Ich habe jetzt ja das Laufwerk T, habe das in Windows heruntergeladen und kopiere das jetzt ins Directory Web, das ist mein Webspace, gehe ins Terminal und starte den Unzip-Vorgang. Das dauert nicht lange. Und jetzt bin ich eigentlich bereit für die Joomla-Installation, gehe auf die Webseite, das kennt ihr hoffentlich alle schon, und installiere das Joomla. Zugangsdaten, Administrator, Passwort und so weiter, Datenbank. Und was jetzt kommt, ist, glaube ich, mehr oder weniger Realtime, also die Installation dauert wenige Sekunden. Jetzt habe ich eine vollständige Installation schon. Auch mit Backend und Frontend. Zwölfstelliges Passwort. Okay. Als nächstes werden wir dieses Projekt jetzt in PHP Storm öffnen. Und zwar aus dem Laufwerk T als Import bzw. als neues Projekt. Wir setzen den Joomla-Pfad und die Configuration PHP und können noch das Datenbank-Tool konfigurieren. Ich mache hier New Project. Und er wird erkennen, dass wir schon Dateien drin haben und wird das indizieren und feststellen, wir haben eine Joomla-Installation. Jetzt mache ich mal hier ein bisschen langsamer. Ups, jetzt bin ich zu weit. Rausgefallen aus der Präsentation, sorry. Da waren wir. Jetzt wird er mir da erkennen, dass ich eine Joomla-Installation habe. Genau, hier.
Also ich mache Enable Support, weil es hat im PHP Storm Framework die ganze Unterstützung von Joomla eingebaut. Ich setze hier den Installationspfad, das ist natürlich tweb und hier die Config-Datei. Dadurch erkennt er dann auch die Datenbank, die ich benutze. Also ich kann hier auch noch den Block-Support und den Code-Style aktivieren. Ich importiere die Datasource, die kennt er jetzt aus dem Configuration PHP. Ich muss hier nur noch das Passwort setzen, plus den Port. Den Port haben wir vorhin ja geändert, das ist das Port Forwarding. Also das Port Forwarding auf 64.306, das mache ich ja darum, weil ich unter Umständen mehrere Server habe. Jetzt habe ich hier schon den Zugriff auf die Datenbanken. Nächster Schritt ist der Xdebug, den ich auf dem Server installieren muss und im PHP Storm. Hier muss ich gewisse Sachen in der INI-Datei vom PHP-Modul anpassen. Oh oh. Genau, da war ich stehen geblieben. Ich muss hier sicherstellen, dass das PHP-Modul installiert ist. Ich muss das INI-File werde ich modifizieren mit gewissen Angaben. Redebug Remote Enable, Autostart, Client Host und so weiter. Da habe ich auch schon PHP 8.1 installiert, das mache ich dasselbe. Genau, jetzt muss ich im PHP Storm eine Konfiguration anlegen, und zwar für die PHP Webpage und auch für den Server. Serverkonfiguration, Adresse vom Server und das Path Mapping. Weil er weiß ja nicht, dass tweb unser Webspace ist. Und darum müssen wir das mappen. Hier kurz stoppen. Tweb entspricht dann diesem Pfad auf dem Server plus Web. Wichtig jetzt auch das Validate, was Skript, das wir hier ausführen können. Da wird er jetzt testen, ob der ganze Debugger richtig installiert ist. Alles grüne Häkchen, das ist genau, was wir sehen wollen.
Jetzt wären wir bereit zum Debuggen. Ich gehe jetzt hier in einen Code-Teil rein, wo ich weiß, dass er da durchläuft. Also ich gehe ins Index unter dem Template rein und setze einen Breakpoint direkt zu Beginn. Und wenn ich jetzt die Webseite, hier setze ich noch einen zweiten weiter in einem anderen Index-File, wo aber wahrscheinlich gar nicht durchläuft, starte den Debug-Vorgang. Jetzt macht er ein neues Fenster auf und jetzt hat er schon gestoppt. Als ich aktualisieren mache, stoppt er an der Position vom Code. Und da sehe ich jetzt die ganzen Variablen, die wir aus PHP und Joomla kennen. Kann ich hier debuggen? Jetzt steht er immer noch an dieser Stelle. Ich kann jetzt einzeln durchsteppen oder kann einfach F9 für weiter. Dann läuft er weiter. Jetzt ist die Webseite fertig geladen. Vorher hat sie eigentlich nur gedreht. Man sieht es jetzt hier nicht so gut, wenn man zwei Bildschirme hat, dann blinkt der PHP Storm unten immer, dass er jetzt steht. Ich setze jetzt noch einen anderen Breakpoint an einem interessanten Punkt. Ich gehe unter Komponenten, komme Content, ins Template rein und gehe unter Artikel. Setze im Default PHP einen Breakpoint. Jetzt muss ich schnell stoppen hier. Ich habe einen Breakpoint gesetzt und aktualisiert und trotzdem hat er nicht gestoppt. Wer weiß wieso? Genau. Es ist ja kein einzelner Artikel, sondern wir stehen ja auf der Startseite und da werden Featured-Artikel aufgerufen. Darum setze ich jetzt noch einen Breakpoint im Featured. Und jetzt stehen wir wieder. Wir sehen den Haken beim roten Punkt, das ist der Ort, wo wir stehen. Wie sehen wir zeitlich aus überhaupt? Mein Handy hat den Geist aufgegeben. Okay. Ich möchte jetzt direkt den nächsten Punkt überspringe ich jetzt mal. Der zeigt einfach, wie man auf dem Server andere PHP-Versionen noch installiert. Das ist sehr wichtig zum Testen auch. Ich kann dann auch im ISP-Config für jede Webseite individuell die PHP-Version angeben durch Mausklick. Okay, jetzt wollte ich, da fehlt jetzt eine Folie, ich wollte noch schnell demonstrieren, live, eine PHP-Session, da teile ich jetzt meinen Bildschirm, damit ich hier dasselbe sehe. Also hier ist live der Server, wie er läuft. Ich starte den Bitwise Client für das Port Forwarding hier.
Hier wäre das Terminal. Hier ist der PHP Storm. Hier habe ich auch schon dies. Genau. Ich gehe jetzt hier in eine Komponente rein, die ich gerade bearbeite. Das ist ein Image Manager, den ich zurzeit programmiere. Starte den Debugger, der läuft zwar schon. Starte ihn zur Sicherheit nochmals. So, jetzt habt ihr unten, ihr seht, es blinkt hier unten. Das heißt, ich bin schon an einem Breakpoint angelangt. Den habe ich hier gesetzt im Display Controller drin. Ich lasse jetzt das einfach mal weiterlaufen. Und jetzt sehe ich auf der Webseite, sollten wir jetzt ein Bild haben. Da habe ich hier noch einen Breakpoint. Ich habe noch einen gesetzt. Nehme den raus hier. So. Das ist jetzt meine Komponente. Die Komponente übrigens ist jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Die läuft durch alle Artikel durch und listet alle Bilder auf, die nicht vorhanden sind auf dem Server oder auch externe Links falsch sind. Ich mache jetzt, es sind 80.000 Artikel, ich laufe jetzt da nicht durch alles durch. Das ist alles testmäßig noch. Da sieht man jetzt, das ist jetzt ein Ablauf und ich kann auch während dem Ablauf das stoppen. Der läuft da durch den Image Controller durch. Ja. Wahrscheinlich ist er schon fertig und ich habe es verpasst. Ja, okay. Gut soweit. Ich möchte jetzt gleich auf Fragen und Diskussionen eingehen. Gibt es Fragen? Keine Fragen, alle wunschlos glücklich. Interessante Frage. Da nehme ich den WinMerge. Okay, sehr schön. Weitere Ideen, Fragen? Soll ich noch mal was debuggen oder so? Oder ja, ich kann noch ein bisschen was zeigen, wie der PHP Storm mit dem Code umgeht. Wenn wir hier stehen und drüber fahren, dann gibt es ja die Code-Ergänzung. Und PHP Storm weiß eigentlich, wie das aussieht. Aus dem Joomla-Repository raus. Hier zum Beispiel, ich fahre hier über den Code. Da habe ich vorher schon mit Harald darüber diskutiert. Das ist der Ersatz für GetDBO. Ist der falsch? Aber funktioniert. Ja, er müsste eigentlich ins Model rein.
Okay. Das hilft auch. Ich fahre hier über den Code und der sagt mir mit den ganzen Kommentaren, wie ich mit dem umgehen soll. Also hier kann ich die, wenn ich hier rechts klicke, zeigt er mir Context Actions. Und da, Moment, da. Ich muss hier auf der, er existiert jetzt natürlich schon. Ich lösche den mal schnell. Kann ich eigentlich hier drauf gehen? Jetzt hat er mir quasi das generiert. Ja. Genau. Absolut, absolut, weil das ist ja nur eine Vorlage und da müsste man jetzt natürlich noch mehr reinschreiben. Genau, hier kann ich natürlich, kann ich jederzeit dokumentieren, was da eigentlich passiert, oder? Okay. Gut. Weitere Fragen, sonst habe ich geschlossen. Sorry? Mache ich nicht. eigentlich ja. Nee. Also das ist jetzt mit einer Installation aus einfach der Standard Joomla, das ich mir da runtergeladen habe. Natürlich, ich habe auch für Bug-Checking habe ich das ausgecheckt. Ich habe auch eine virtuelle Maschine, wo ich Bug-Checking auschecke, die Joomla-Installation aus dem Repository. Da habe ich eine separate virtuelle Maschine für das zu machen. Also ich habe das Projekt gibt es auf GitHub. Und da wird aber nur dieses Directory hier wird mit GitHub synchronisiert. Das ist hier drin. Da kann ich pushen, adden, committen und so weiter. Nein, nein, ich habe nur diesen Teil, diesen Komponententeil. Also den habe ich komplett eigentlich oben. Nein, gibt es da nicht. Das existiert im Moment nur im Backend. Ja, absolut. Ja, gitignore kann ich machen. Ich kann natürlich, der Einfachheit halber habe ich jetzt nur dieses Directory drin. Gut, weitere Bemerkungen? Gerne. Sehr schön, dann bedanke ich mich.